Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal 2. Wir haben es quasi etwas höher rausgeschafft aus den alten Aperture Science. Und ich weiß nicht, ob das so sollte. Aber da können wir zum Portal setzen und schauen wir doch mal, wo wir hier landen. Oh, da oben ist wieder so eine fette Schleuse. Dann gehen wir doch mal da zu dieser Pumpstation. Können wir einfach da rüber jumpen? Okay, merke, wir müssen uns weiter in die Mitte setzen. Gut zu wissen. Alter, ich will nicht wissen, wie das Gesicht vom Hauptcharakter, also von Shell mittlerweile aussieht. So oft wie gegen die Wände geklatscht ist und so weiter. Und ich will auch nicht wissen, wie oft ich Alter schon in das Play gesagt habe. Setzen wir es diesmal dahin. Ja, das sieht schon besser aus. Ich habe eine Idee. Das Poster, kannst du das mal ansehen? Das Poster? Paradoxa. Oh. Keine KI kann ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Okay. This statement is false. Also dieser Satz ist falsch. Neue Mission. Verweigert die Mission. Das ist Set of All Sets Contain Itself. Hat einen Satz von allem. Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also von mir setzen. Okay, dann aktivieren wir mal die Schleuse. Aus. Entweder haben wir das aktiviert oder irgendetwas weiß, dass wir hier sind. Okay, also folgender Plan. Wir schalten jetzt nicht. Wenn ich nicht genug rankomme, frittiere ich jeden Schaltkreis im Kopf dieses Idioten. Solange ich mir dabei nicht zuhöre, besteht keine Gefahr. Vielleicht. Okay, das ist zu wissen. Also können wir im Notfall gerade auch noch mit einem Paradox ausschalten. Wo sind wir jetzt hier? Gut, es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige, machtgeile KI vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren. Ein wenig. Irgendwie hier. Oh! Wir sind zurück! Wir sind zurück in Aperture Science, also dem von GLaDOS. Was? Ja.
Teil 8, die Unruhe. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns darunter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Oh. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir moxen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Oh. Wurden gesehen. Dann gehen wir einmal das Rätsel lösen und statten Wheatley einen Besuch, ob der sich gewaschen hat. Liebend gern. Ist ruhig. Ist gut, Leiner. Haha, ja! Ich wusste, du schaffst es! Hallo! Schwachkopf! Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Wahr, würde ich sagen. Hm, das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Was? Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage Warte, sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritischer Reaktor. Ja, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Okay, du testest. Ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Was? Siehst du die Gräben? Sehr tödlich. Extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Warte mal. Oh, ja. Gut gemacht. Willst du mich verarschen? Das soll ein Test sein. Das ist einmalig. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Ist das dein Ernst? Warte mal. Und... nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, oh, da sind sie. Ja, super, neue Tests. Ja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Ach, echt? Und es hat mich fast getötet. Schade. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Das ist schon mal etwas, was gut ist. Okay. Also. Oh, Wheatley Laboratories? Wir haben also eine Chance, ihn zu finden. Gut, wir müssen lange keine tödlichen Tests. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Okay. Kann ich hier? Ja. Okay.
Neue Tests? Warte mal. GLaDOS hat gesagt, der Test ist von ihr. Scheiße. Was heißt also im Klartext? Er ist tödlich. Zwei nicht schon weiter. Ich hole euch dann ein. Alter. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Ja, ja. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Okay. Hoffen wir mal, dass es noch gute gibt. Ich habe gerade echt so ein paar Bedenken. Ich würde dir gern bei den Tests helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Okay. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Nein. Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Okay, er frittiert sich selbst. Alles im Umwackeln ist. Oh. Oh ja, gut gemacht. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die Nice. Tief im Dreck und starb wohl gleich. Aber das war's wert. Nice, GLaDOS. Ja, Ridley kann man schon ziemlich schnell reinlegen. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Das ist schon mal etwas. Ich komme! Noch nicht anfangen! Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Okay, dann. Alter! So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Ich wollte nur gerade mal schauen, wie tief das da runter geht. Okay, jetzt geht's sehr tief. Hier ist noch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ja, das ist sehr schön zu wissen. Wir erstmal reingehen. Noch nicht anfangen. Denn wir wissen, ich wie viel ein Test. Ich habe einen Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Natürlich. Okay, und dann jetzt so und darüber.
Okay. Und ab zu uns. Keine Sorge, Kleiner. Alter, wir sehen schon wieder nicht aus dem Viecher. Wie enttäuschen. Was hast du erwartet? Es passiert schneller als gedacht. Was? Es wird schon alles werden. Was? Passiert schneller als gedacht? Muss ich Angst haben? Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Mach das. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass ihr dich fangt. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Okay, zuerst halten wir aber den aus. Und? Tschüss. Du bist auch ein Schwachkopf. In der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Dezent. Aber schön, dass du es trotzdem noch schaffst, deine Fehler einzugestehen. Okay. Ich würde sagen, das war's dann jetzt auch für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn ich. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Bitte was? Bitte was? Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Was liest du? Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Na schon. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Also offiziell habe ich es ja eigentlich auch gelesen. Aber im Rahmen von der Schmoritur. Aber okay. Ich würde sagen, wir beenden mal lieber die Folge, bevor es sich doch wieder weiter länger hinzieht und so weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommi da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.